Schwester Nelly. Sie erzählt uns von der großen geistlichen und materiellen Not der Urwaldbewohner. Die medizinische Not im Buschland ist sehr groß. Von allen Seiten kommen die Kranken, um Hilfe zu finden. Hier werden Verbände angelegt. Es gibt oft Entzündungen an den Füßen und Fußsohlen, hervorgerufen durch Sikas. Das sind Sandflöhe, die sich in die Hornhaut reinfressen und einen Eiterherd bilden. Schwester Nelly ist hier als Zahnarzt tätig. Und dieser Junge wollte seinen Lebertran nicht schlucken. Anschließend werden die Kinder untersucht. Dieses Kind trinkt seinen Lebertran gerne. Schwester Nelly verteilte Lebertran, Vitamintabletten und impfte die Einwohner gegen Pocken. Angst vor der Injektionsspritze. Es wollte nicht jeder freiwillig kommen. Auf Krankenbesuch in heidnischen Dörfern. Interessante Bilder von unterwegs. Ja.
Auch in diese weit abgelegenen Urwalddörfer waren wir mit unserer Lichtbildanlage auf Evangelisationstour durch das Buschland unterwegs. Biblische Lichtbilder bei der Verkündigung des Evangeliums im Buschland ziehen auch die Heiden an und bauten das Misstrauen zur medizinischen Arbeit von Schwester Nelly ab. Der evangelische Lichtbilddienst der Stadtsending konnte der Buschlandmission einige Lichtbildserien über das Leben von Jesus Christus zur Verfügung stellen. Hier wird ein Patient behandelt, der durch einen Schlangenbiss Bubufutu, einen bösen, vereiterten Fuß bekam. In diesem Fall konnte der Medizinmann nicht mehr helfen und die Familie vertraute ihren Patienten Schwester Nelly an. Aus dem weit stromaufwärts liegenden Dorf Baigutu kommt hier ein Buschneger mit seinem Korjal an, um Schwester Nelly um Hilfe zu bitten. Es gab bei seiner Frau Geburtsschwierigkeiten, wo auch der Medizinmann nicht mehr helfen konnte. Dort im Dorf Baigutu? Schwester Nelly holt ihre Tasche und ist sofort bereit mitzufahren. Die Trommeln kündigen das Kommen der weißen Schwester an. Vorn im Boot, das uns nach Baigutu bringen soll, steht unser Lotse mit einem langen Stab, dem sogenannten Kulatiki, der Stock durch das Wasser. Schwer arbeitend und aufmerksam beobachtet er das Wasser, denn der Fluss ist gefürchtet wegen seiner unter der Oberfläche verborgenen Felsen, wegen seiner plötzlichen Untiefen, Strudel und Stromschnellen. Es erfordert viel Geschick, Erfahrung und Mut, diesen Wasserweg zu meistern.
Das unruhige Wasser stürzte über die Felsspitzen, schäumte durch enge Zwischenräume und kräuselte sich dann zu unzähligen Strudeln. Wir schrammten über ein Riff. Für ein, zwei Sekunden schwankte das Boot und drohte zu kentern. Wasser schwappte in unser Boot. Im Fluss gab es Piranhas, eine Fischart, die einem in Blitzesschnelle das Fleisch bis auf die Knochen abfressen kann. Und es gibt in den Buschnägerdörfern viele mit verstümmelten Händen und Füßen. Man sagt ja, dass die Buschneger niemals jemanden retten, der in tiefen Flussabschnitten, wo sich die Piranhas aufhalten, über Bord gegangen ist. Sie glauben, dass der Mensch dann dem Fluss gehört. Hier kommen wir in Baigutu an und werden vom Häuptling begrüßt. Das ist das Haus des Buschnägers. Seine Frau war inzwischen gestorben und das Baby sollte von Ameisen aufgefressen werden, so der Medizinmann. Denn es musste ein böser Geist sein, weil die Mutter wegen ihm gestorben war. Schwester Nelly nahm das Kind an und ließ es taufen. Hier die Taufe. Das Mädchen wurde später Krankenschwester. Es ergriff also den Beruf, durch welchen sie auch gerettet wurde.